Moin moin und willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal sind wir hier in die Arena vom Hurensohn Junior gegangen und haben uns mit seinen gesammelten Schergen angelegt, die jetzt hier alle irgendwo im Dreck liegen. So, jetzt lesen wir hier erstmal die Dokumente, die wir am Ende gefunden haben. Ach Gott, wir haben so viel Wasser und so viel Brot. Könnten wir eigentlich mal verkaufen, ganz ehrlich. Das kriegt man ja im Leben nicht mehr alle. Nachricht von Igor. Da es in letzter Zeit einige Missverständnisse bezüglich der Wertgegenstände gab und zudem auch ohne den leisesten Grund Blut vergossen wurde, möchte ich hiermit versichern, das Geld ist in der Kiste unter Verschluss und in Sicherheit. Der blinde Idiot, der dachte, sie wäre weg, hat am falschen Ort nachgesehen. Geh den Gang runter, der vom Obergeschoss zur Arena führt. Dreh dich, sodass du mit dem Rücken zum Gitter stehst und betrachte die gegenüberliegende Wand. Wenn du Augen im Kopf hast, findest du, wonach du suchst. Ich betone noch einmal, dass Hurensohns Juniors Krone nicht angerührt wurden und kein einziger Körper fehlt. Ich wette meinen Kopf, dass das Geld noch immer dort ist und darauf wartet, abgeholt zu werden. Hier haben wir ein bisschen Drogen, einen Goldring, eine Strickleiter. Was auch immer die mit einer Strickleiter brauchen. Oder vorhaben. Schwerter, ja. Unverarmbrustbolzen, 7 Stück. Das ist ja schön für euch, aber die brauche ich eh nicht. Die benutze ich nämlich nicht. Jetzt werde ich aber mal meine Waffen reparieren. Weil so ist das echt nicht schön. So. Schaden ist wieder da. Binde Junior. Was soll denn Junior sein? Scheinbar da hinten irgendwo. Wenn man der Karte vertraut. Aber ich möchte mich hier überall umsehen. Gott, ist das hier wieder weitläufig. Hier kann man sich schon mal sowas von überhaupt nicht verlaufen, ne? Nee. Wie soll das denn gehen? Ist doch ganz klar, wo Der es lang. Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. Okay. Stellt sich schon die Frage, wie kriegen wir die Wand auf? Entart schon mal nicht. Haben wir hier noch irgendwas zum Aktivieren? Nur die Fackel. Aber achso, interagieren. Seltsam. Jetzt auf einmal. Zuerst anzünden und dann drehen. Wer macht denn sowas? So, Flächen, haufenweise Zeug zum Looten. Ein Runenstein. Ein mysteriöser Brief. Okay, dann lesen wir den doch direkt mal. Den mysteriösen Brief. Ja. An Hurensohn Junior. König Radovid ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Vier beseitigen, doch sie sind noch immer am Leben und wissen, welche Rolle du in dem versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Verstecke dich vorerst an dem Ort, den dir der Bote nennt, der diesen Brief überbringt, und bleibe außer Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der Großen Vier das Bild bewerkstelligen, woran du so kläglich gescheitert bist. M. M. Wer ist M? Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Wage ich zu bezweifeln, Geralt. Wage ich zu bezweifeln. Die anderen drei wollten ja sowieso Hurensohn ausschalten, aber ich glaube nicht, dass es war, weil sie wussten, was er vorhatte. Los, auf ihn! Und einfach nur. Ah. Ich meine, wenn einer weniger ist, dann kann die Macht ja neu verteilt werden, ne? Versuch's doch, du Die ist ja soweit Schwanz! ganz logisch. So. Du verfluchter Bastard! Ey, nicht in diesem Turm mit mir, junger Mann. Klar. Zack. Welche Schimpfwörter in den Mund nehmen? Das gehört sich einfach nicht. Merkst dir.
So, die zwei Trottel da oben an der Tür, die werden sich aufhören, wenn sie uns sehen. Schlagt ihn! Tötet ihn! Reißt euch zusammen, Jungs! Au! Versuch's doch, du Schwanz! Na, jetzt hör halt auf hier. So, du bist down und du bist auch down. Ich heil mich. Und euer ganzes Unterfangen hat einfach mal null Effekt. Herzlichen Glückwunsch. Seid wieder vollkommen umsonst gestorben. Macht Spaß, hä? Ich hoffe doch. So. Finde das Versteck von Hurensohn. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg dorthin. Dann dürften ja theoretisch gesehen, wenn wir alles erledigt haben, sämtliche Schergen vom Hurensohn hier in der Stadt verschwinden, oder? Da muss ich auch noch hin. Finde Junior. Finde Junior. Finde Junior. Überall finde Juniors. Ich möchte erstmal hier bleiben. Nicht direkt zum nächsten Punkt laufen, der wieder erst am anderen Ende der Stadt ist. So, da lang wollen wir. Upsi. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Okay. Jetzt, es wird mal wieder meditiert. Ah, da wäre jetzt beinahe der nächste tot gewesen. Zwielichtige Person, ist mir egal. Okay, hier soll's sein. Leute wie du. Hallo. Ladebildschirm. Was willst du hier eigentlich? Was hier jeder will. Bisschen spielen, mich amüsieren. Nur geladene Gäste, Kumpel. Pech gehabt. Ich glaube, ihr lasst mich sofort rein. Aber natürlich, bitte. Und du? Wünsch mir Glück. Viel Glück an den Tischen. Ah, ich mag Axi. Du hast verloren. Ich muss nur noch ein einziges Mal spielen. Wer ist das? Ich bin jeden Tag hier. Und habe ihn. Hallo. Warum nicht? Ich will spielen. Aber mich interessieren nur hohe Einsätze. Ich kenne dich nicht. Vielleicht hast du Geld, vielleicht nicht. Vielleicht kannst du dich benehmen, vielleicht nicht. Halt dich von Ärger fern, dann kannst du irgendwann um hohe Einsätze spielen. Vorerst hast du die Wahl zwischen jeder Menge Tische für einfache Bürger. Verspiel nicht gleich alles auf einmal. Hatte ich nicht In vor. Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen ab. Noch ein Fall von dir und ich bring dich nach oben. Nein! So, ich stehe mal nach oben eine Runde zocken. Finde das Versteck von Hurensohn Junior. Dann wird das heute mal eine Gute Partie gewinnt. Ein Mutant? Was zum Teufel hat ein Hexer hier zu suchen? Siehst du hier etwa Ertrunkene oder andere Scheißlinge? Nein, keine. Gute Gelegenheit, ein wenig Karten zu spielen. Kluger Mann, was? Na gut, wir spielen, wenn du Geld hast. Hab ich. Fisch dich? Hier in der Stadt gibt es das beste Pulver. Ich will nur spielen. Wenn du darauf bestehst. Ich werde deinen Arsch ficken wie den einer billigen Hure. Das mag ich doch leicht bezweifeln. So, wir haben hier den Rittersporn mit neuer Weiße Dienst dazu bekommen, aber der bringt mir jetzt persönlich noch nicht allzu viel. Werde ich dann sicherlich irgendwann mal in ein Monster-Deck mit einbauen. Aber bisher, naja, sehe ich da noch keinen wirklichen Grund, den zu verwenden. Okay, den möchte ich auf jeden Fall behalten, dann gebe ich den hier noch weg. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich noch den Bodenschützen bekomme, aber es geht mir vielleicht auch hin, indem wir unsere Spione aus Feld werfen. Zack. Okay.
Guck mal, hier ist noch eine Karte. Toll, ne? Ja. Ich schmeiß dich mit Karten zu, bis du umfällst. Ich spiel mal eine Runde mit. So. Nummer uno. Okay. Nehme ich dankend an. Nehme ihn zurück auf meine Hand. Ich sehe schon, worin das endet hier. Jawohl, zwei Bogenschützen. Wir kriegen den Spion wieder. Den geben wir wieder zurück auf unsere Hand. Na, ja. So. Mein Gegner passt, okay. Wir bräuchten 10 Punkte. Ich würde sogar sagen, die hauen wir raus. Weil alles andere wäre Unsinn. Ja. So, wir gewinnen die erste Runde. Wunderschön. Haben eine Karte mehr als der Gegner. Und oh, oh, oh. Sorry, Alter, aber die Runde hast du fast schon verloren. Nee, die Runde hast du schon verloren, ja. Also um das rauszureißen, da bräuchtest du jetzt die Karten der Karten. Also theoretisch gesehen könnte er aufgeben, wenn er unsere Hand kennen würde. Weil ich glaube nicht, dass man da irgendwie drüber kommen könnte. Es gibt sicherlich einige Karten, Kombinationen, mit denen das möglich ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er das in seinen restlichen 7 Handkarten hat, ist, denke ich, sehr gering. Ja, jetzt hältst du dich für was ganz Besonderes, ne? Ja, komm mal wieder runter. Ich führe. Ich bin hier der Macker im Stall. Hey, der macht genau dasselbe wie ich, nur dass wir das Ganze etwas effektiver können. Ne? Ja. Ich mein Gutser, es ist ja nur wirklich nicht böse gemeint, ne? Aber wir haben wieder mal so ein Spiel, wo wir in Punkte-Ränge reinkommen, die total bescheuert sind. Ich meine, wenn ich mir überlege, am Anfang haben wir so in dem Bereich von 20 bis 50 Punkten gespielt, je nachdem welche Klasse, beziehungsweise welches Deck, und jetzt 150 Punkte, kein Problem. Gut, er hat gepasst. Na? Wir haben gewonnen. Zack. Jo, dann wird das heute mal. Ich nicht mehr. Du bringst kein Glück. Ruiniere jemand anderen. Sieh doch mal das Gute daran. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Aber wir haben gar keinen Kater von dem bekommen. Das ist ja voll gemein. Hallo. Darf ich mich setzen? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich habe gehört, dass Junior manchmal hier ist. Hast du das? Was hast du sonst noch gehört? Ist Hurensohn da oder nicht? Junior hatte recht. Jemand ist hinter ihm her. Entwaffnet diesen Mann! Upsi. So war das nicht gemeint, Jungs. Ich wollte nur mit eurem Chef reden. Hä? Du musst halt so gehen. Zack, zack, zack. Autsch. Zack. Au. Jetzt hört er mal auf hier. Bitches. Ah. Wo haben die ständig die verdammten Großäxte her? Meine Herren. Hier.
Ah. Okay. Zack. Hoppala. Zack. Zack. Oh, Ruhe im Karton. So, sprechen wir mal mit dem Hacker. Drachenficker! Na. Reißt euch zusammen, jo. Reißt euch zusammen und kurz darauf fällt er auseinander. Das hat so ein bisschen was Satirisches, oder? Zumindest so ein bisschen. Wir sollten hier mal wieder eine Putzfrau rufen. Hier sieht's ja aus. Dass sie alle ihren Müll liegen lassen müssen. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay. Geralt auf diplomatischer Mission. Hä? Sie kommen schon nicht mehr raus. Jetzt wollen sie mich aber ärgern, oder? Dann muss ich hier durchs Dach laufen. Hallo? Schlag, verdammt, oh, Scheiße. Hätte mich heilen sollen. Ja, komm her. Komm. Haltet euch die Augen zu! Ah, Kacke. So, okay, Axi, Gedankenbeeinflussung. Tötet ihn! Boing! Auge um Auge! Jawohl, genau so möchte ich das sehen. Hier. Ja, danke. Zack, 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 zack. Ich sollte mich umsehen. Eine Schuldnerliste, okay. Dich haben sie ja halb tot geschlagen. Hey, hörst du mich? Wisch mit dem gefesselten Halbling im Casino. Machen wir gleich. Hallo. Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Du bist nicht schwer verletzt. Lass uns zuerst reden. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bedlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redanian zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bedlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Ich glaube, das werden wir eher nicht machen. Ehre unter Dieben. Neue Quest. Achso, das ist diese Bettlerkönig. Okay. Bedlam war der Bettlerkönig. Ach, das ist immer so schwierig mit den ganzen Namen. Und ganz im Ernst. Okay, Bedlam könnten wir jetzt schon machen. Aber ich denke, wir werden weiter die Finde Junior Aufgabe weiterverfolgen, denn halte ich gerade für etwas bestiger. Bedlam muss dann halt noch ein bisschen warten. So, Weltkarte. Du Scheiß. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir hier einfach aus der Stadt rausgehen und dann mit dem Schnellreiseschild einfach vor die Stadt. Quatsch, tiefer in die Stadt rein teleportieren. Das geht etwas schneller. So. Und zwar zur St. Georgius Brücke, bitte.
Dam dam da 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 da. Okidoki, so 68 Fuß sollte nicht das große Problem sein. Und dann haben wir auch gleich mit Jigstra. Mein Name ist Jigstra. Nicht Jigsaw, sondern Jigstra. Das wird anders geschrieben. Ähnlich gesprochen, doch anders geschrieben. Hoppala. Dass der halt sich immer wehtut, wenn er aus den kleinsten Höhen runterfällt. Ne? Das sind keine 3 Meter und der tut so, wie als würde er sich dabei das Bein brechen. Hallo. Hallo? Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Hast du mit Redanien gebrochen? Sympathien haben damit nichts zu tun. Hurensohn hat sich mit unserer Vereinbarung den Arsch abgewischt. Das ist Verrat. Wessen Dienst er auch steht. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht. Aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Jetzt frag ich mich nur gerade, ist das eine Questmöglichkeit, wie man es machen könnte, oder könnte man auch einfach direkt in das Lager hier einfallen? Beziehungsweise was ist denn das eigentlich? Ich weiß es doch nicht. Okay, ich gehe erstmal nach da oben. Und schaue mich tiefer in der Stadt um. Vielleicht kann ich ja direkt das Versteck von Junior finden. Dann können wir uns den Besuch bei Vernon Roche sparen. Wäre ja auch mal ganz nett. Zeit sparen, das wäre ja mal. Zeit sparen in The Witcher 3, das ist eine Seltenheit. Doch soll sicherlich irgendwann mal vorkommen. So. Da den Punkten und da. So. So, du Hurensohn. Wirst du persönlich aufgemischt, hoffe ich. Rossi, selbst wir finden dich. Persönlich und nicht nur wieder irgendwelche deiner Handlanger. Schwer hier Arbeit zu viel. Hallo. Schneewittchens Jungfrau. Ein demütiger Diener. Klar, doch. Wir müssen sicher gehen, dass der Schwanz ganz schön schwer hier Arbeit zu erwachsen finden. Erwachsen mir doch eher Zähne im Arsch, als das Huren. Hey! Was? Du suchst das Versteck von Hurensohn Junior mit Hilfe deiner Hexe sind. Also suchen wir überall. Aber wir sollten die Leichen verbrennen. Sonst kommen die Ratten zum Zwerge. Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Hallo. Ach, Reuvens Kumpel, nicht wahr? Ich hab von dir gehört. Hast du hier das Sagen? Was geht dich das an? Einen Moment, Leute. Okay. Ich suche Junior. Willkommen im Club der Hurensohnjäger. Leider sind die Mitgliederausweise gerade ausgegangen. Und bei Junior hast du auch kein Glück. Der ist nicht da. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein. Blutiges Chaos. Ist irgendwie passiert. Bin ganz höflich hier erschienen, um Hurensohn Junior zu einem Treffen mit Kumpeln einzuladen. War aber schnell klar, dass hier niemand was auf die Tradition der Gastfreundschaft gibt. Alles klar. Ich schau mich mal um. Ich hab dich im Auge. Na, mach das. Scheint, ich habe schon von dir gehört. Komm schon.
So, Salpeter, Zwergenschnaps, Zwergenschnaps, eine Kerze. Mhm. Und die Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Hier ist nichts Interessantes. Na gut, stimmt. Nichts Interessantes, nur tote Menschen. Und kann es etwas Uninteressanteres als tote Menschen geben? Nein, kann es nicht. Wir haben nichts zu sagen. Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber geschoppt worden. Sie haben nichts zurückgelassen. Okay. Gibt scheinbar wirklich nichts mehr zu finden hier, also müssen wir tatsächlich mit Vernon Roche sprechen, um mehr zu erfahren. Alle Straßen. Ja, doch nichts mit Zeitsparen geworden. Naja, was soll's. Gehen wir hier vorne wieder zurück zum Schnellreisepunkt und dann würde ich sagen, war's das erst einmal wieder mit Witcher 3 Wild Hunt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye.